Der Luc Conrad ist ein Bestatter, der früher mal bei der Polizei war und dort aus nicht ganz klaren Gründen ausgeschieden ist und dann den Betrieb von seinem Vater übernommen hat, der verstorben ist. Und das ist ein Bestattungsbetrieb. Er hat einen Wechsel vollzogen, hat sich jetzt eindeutig entschieden, Bestatter zu sein und sich zu lösen von seiner alten Polizeiarbeit. Aber logischerweise holt die Polizeiarbeit immer wieder ein. Das ist ja ein Teil dieser Serie und das ist auch ein der Witz vom Ganzen. Wisst ihr jetzt, wer der Unbekannte tot ist? In der Schweiz wird niemand vermisst. Aber jetzt sind wir an Interpol dran. Und wo ist die hure Niere? Mal ehrlich, Organhandel in der Schweiz. Die Zusammenarbeit mit dem Mike ist natürlich total toll. Wir sind sehr gut zusammen. Er ist ein sehr zuvorkommender Schauspieler und ist gescheiter, er denkt mit und mir hat sehr viel Spass so mit ihm. Also, wir haben sehr ein sehr familiäres Verhältnis mittlerweile zwischen Masken und Kostüm und Garderobe und Licht und Kamera sowieso. Und das kommt wie gut zusammen und darum macht es auch so Spass, zusammen zu arbeiten. Was ist? Ein erlegter Jäger. Was es an einem schönen Sonntag nicht alles gibt. Wir wollen wirklich die Leute bewegen und erreichen. Und da haben wir uns diesmal ein bisschen mehr getraut und sind ein bisschen weitergegangen. Auch damit, dass man sie bewegen will, dass man auch emotional erzählen will. Und wir müssen das probieren, so ein schweres Thema, verpackt in einen Krimi, auch mit einer gesunden Portion Humor zu verbinden. Ich habe mich doch auf dem Weinberg bestatten. Dann wird mal erleben. Dann hat man mit Mike Müller natürlich wahnsinnig Glück gehabt mit der Besetzung. Und er schafft es immer, dass man es nicht lächerlich macht, aber doch auch mit einem gewissen Humor sehen kann. Aber bei Vorschlag hat man das schon. Bio-Urne, abbaubar, Maisstärke oder Baumstammholz, das hast du ja länger nicht gemacht. Rühr dich jetzt mal. Hä? Nein, dann kannst du nachher nicht. Ready. Und Action! Wenn man 6 Folgen dreht, ist das auch immer sehr ein grosser Aufwand mit Vorbereitung, mit Casting, mit Schauspielerbesetzen, mit allem, was da dazugehört. Dann haben wir uns entschieden, wir machen je 2 Folgen mit einem Regisseur, also insgesamt mit 3 Regisseuren. In diesem speziellen Fall vom Bestatter ist das natürlich für mich insbesondere sehr cool gewesen, weil ich mit 2 sehr erfahrenen Regisseuren können zusammenarbeiten konnte, im Sinne, dass wir uns besprochen haben, dass ich eigentlich schauen konnte, was zum Beispiel Kasselberg gedreht hat. Das ist Chris Niemeyer. Ich arbeite sehr gerne mit ihm. Er hat eine gewisse natürliche Autorität auf dem Set. Das schätze ich sehr. Er ist sehr ruhig beim Arbeiten. Lässt gut zu. Ruht gut zu. Und ich kann ihm wieder Zeug entwickeln oder Zeug vorschlagen. Also äußerst eine angenehme Atmosphäre. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gespenst hat es aufgehängt und Blut verloren. Na ja. Morgen. Gespenster kämpfen auch mehr, als man denkt. Sonst noch etwas? Bis sie gestorben ist, meine ich. Bitte, sind Sie so frei. Was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass wir eigentlich viel mehr Emotionen haben. Das macht Spaß. Los, Mann. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Los, ich schon mal. Hey. Kannst du uns einen Moment in Ruhe lassen? Wir müssen uns konzentrieren. Du bist jetzt einfach mal ruhig, okay? Die Entwicklung von Dörig läuft ein bisschen dorthin, dass er... Man erfährt, warum er so ein Stinkstiefel ist. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass er ein einsamer Mensch ist. Also und einer, der wahnsinnig gerne Anerkennung hätte. Wir bleiben bei einem sauberen, klaren, spannenden Krimi. Aber die Figuren haben einiges mehr Tiefe. Oder das kommt einerseits daher, dass man natürlich könnt aufbauen schon auf der ersten Staffel. Und jetzt in der zweiten Staffel haben wir die Möglichkeit gehabt, da wirklich ein bisschen mehr in die Gefühlsbereiche und die Landschaften hineinzugehen. Schon mal, Roli nimmt sogar das Telefon ab. Schauen wir da rein. Das ist besonders schön an der Serie. Das heisst, man tut
die Figuren über eine lange Zeit begleiten und kann eigentlich verschiedenste Facetten ausloten von denen. Oder das ist ja sonst in einem Spielfilm oder Kurzfilm so wahnsinnig viel schwieriger. Und da bin ich jetzt auch gespannt, natürlich, wie das dann wirkt, wenn alles zusammenkommt. Sind Sie sonst irgendjemandem ins Gärtli trampen? Fußgestellte Gärtli trampen? What the fuck are you talking about? Wieso läutest du nicht zurück? Was macht eine gute Location aus? Ja, es muss eigentlich, wenn man schon drinnen steht, natürlich ansprechend sein. Und das ist schon mal das eine, das ist eine reine Empfindungssache. Dann kommt der technische Aspekt, den es erfüllen sollte. Also gerade jetzt für den Bestatter ist es wichtig, dass eine Location Kontrast hat. Das Möbel oder die Wände oder Decken, Böden möglichst nicht zu hell sind. Dann können wir gut mit dem Licht zusammen Kontrast schaffen im Bild. Sie flog mit dem Sänger von dann der Schlossherr hier hinter. Wir können ein bisschen schneller arbeiten, wenn wir klare Lichtrichtungen haben. Und das ist ein wichtiges Element, um überhaupt das Pensum durchzukriegen. Und dank dem, dass wir sehr kontrastig arbeiten dürfen bei dieser Serie, können wir auch recht schnell einen guten Mood kreieren. Und können auch ein bisschen Risiko eingehen, dass auch mal etwas vielleicht auch im Dunkeln stattfindet. Sehr enorm, wie du dick bist. Also in der zweiten Staffel hat es ein paar Änderungen gegeben. Man ist ein bisschen weggekommen von dem klassischen Villa-Bestatter-Institut-Look und ist mehr in einen industriellen Look hineingegangen. Also der Bestattungsinstitut ist ja jetzt in einer alten Industriehalle. Um den Zusammenhang zwischen den einzelnen Locations innerhalb der Hauptlocation zu erzählen. Das gibt für sicher verschiedene Möglichkeiten. Ich mache das gerne über Totalen, dass man eine Orientierung bekommt. Und Übergänge werden zum Teil dann eben über die weitwinkligen Aufnahmen dann erzählt, wenn man dann sieht, dass er sich von einem Raum in den nächsten bewegt, wo man dann auch abholen mit einer anderen Einstellung in diesem Raum und so eigentlich Verbindungen schafft. Ich habe alle herausgefunden. Ist die ganze Vorbereitung, wie geht man an die Sache her, oder? Als erstes kommen wir ja, oder ich gibt's als Stuntkoordinator und Spezialeffekte, komme ich eigentlich zuerst das Drehbuch über und dann die Szene und dann wird das mal besprochen mit dem Regisseur, oder? Was ist überhaupt alles gewünscht, eben, wie gross ist die Explosion, was soll in dieser Szene alles passieren und dann geht es natürlich darum, wie einen Plan auszuarbeiten. Wie kann man das jetzt technisch so umsetzen? Oder was braucht es für Effekte, was braucht es für Geräte, was braucht es für Schutzmaßnahmen? Und wenn wir das alles haben und besprochen haben und jeder weiss, was gemacht werden soll, dann geht es natürlich darum, das Ganze innen einzurichten. Oder? Und,
muss zuerst mal das, was drin ist, im Haus mal alles raus. Und der Stuntman an sich, der versucht natürlich eins zu eins Bewegungen zu kopieren vom Schauspieler, der vorher die Szene gemacht hat, wie er herkommt oder so und hersteht, wie bewegt er sich, auf welche Seite dreht er sich. Und der versucht natürlich, das so genau wie möglich zu kopieren, dass man das dann auch gut kann zusammenschneiden kann. Der Stunt an sich und der Effekt, wie man sieht, geht nach 2-3 Sekunden und dann ist der ganze Spass eigentlich schon wieder vorbei. Ja, hallo. Vom Wieberg vom Löschenbrenz. Yeah.